profiliert sich. Und das finde ich, und man hat Ambitionen. Und das finde ich, ich glaube, das ist das Wichtigste. Es ist auf alle Fälle so, dass ich erstaunt bin über die Ergebnisse, die generell gekommen sind. Ich glaube, das Publikum hat überhaupt keine Vorstellung, was es erwartet. Ich bin sehr, sehr erfreut und beglückt, dass das so gut funktioniert hat. Zu merken, dass man toll ist und andere dürfen einem zugucken beim Tollsein, das ist etwas, also das kennen natürlich Künstler, Schauspieler, Musiker, das sollte jeder Mensch kennen. Das Besondere ist, denke ich, dass Jugendliche aller Altersklassen sich mit einem Musiktheaterprojekt beschäftigen, was neue Musik zum Inhalt hat. Was ich besonders finde auch, ist, dass verschiedene Schulen, also es sind drei Gymnasien, sich mit diesem Projekt beschäftigen auf ganz unterschiedliche Weise und dass die Schüler eben die Gelegenheit haben, sich mit der Musik oder mit diesem Musiktheaterstück über mehrere Wochen auseinanderzusetzen und einen ganz eigenen Zugang dazu zu finden und eigene Interpretationen dazu zu leisten, was sie auch gemacht haben. Die Jugend hört im Kino wahnsinnig viel neue Musik. Wieso dann nicht im Konzertsaal? Und vielleicht musst du da ein bisschen helfen, deshalb haben wir diesen Backstage-Projekt entwickelt. Das haben wir also im Prinzip so gemacht, dass ich gesagt habe, wir nehmen eine Schule, die Erfahrung hat, das ist also Schulpforte. Wir geben es die Schule mit der Möglichkeit, dass die es anpassen an deren Möglichkeit. Die haben schon sehr viel Theaterprojekte gemacht und haben auch von ihrer, schon alleine durch die Lage und durch die Internatsgegebenheit vor Ort, sind also die Schüler häufig sowieso im Pulk beieinander. Und das macht das Arbeiten sicherlich auch ein Stück weit leichter, weil die sehr aufeinander geeicht sind und miteinander gut umgehen können. Sebastian, hast du es mitgekriegt? Ab darauf, dann könnte man da schon das Lichtwechsel machen. Wäre das da okay? Dieses Projekt braucht einen Schirmherr, braucht einen Pate. Und ich habe öfter mit Dominik arbeiten können und ich habe gedacht, das ist der richtige Mann, um dieses Projekt eine große Bekanntheit zu geben auch. Ich habe mit Hans Rothmann schon zweimal gearbeitet, beziehungsweise er mit mir. Und das muss wohl für ihn nicht so frustrierend gewesen sein, dass er dann mich nochmal frug. Er versteht, denke ich, was wir vorhaben. Das Stück heißt Oleg schoss einen Bären. Das ist ein Stück von einem belgischen Autor, zu dem ein belgischer Komponist, Wim Hendrix, die Musik geschrieben hat. Das Werk eigentlich geschrieben hat, der hat drei Kinder, drei Söhne, kleine Fußballer sind das. Also die haben nicht so viel mit neuer Musik auf, eigentlich von ihrem Papa. Aber er hat ein Stück geschrieben, damit die auch mal Spaß an Musik von ihrem eigenen Vater haben. Es geht eigentlich um das Erwachsenenwerden. Man muss, Oleg stellt sich vor, indem er sagt, hier ist Oleg, ich tue, was ich kann. Oleg, ein Junge, lässt seine Eltern zurück, geht in den Wald, der das Leben ist, und wird erwachsen, indem er alles tut, was man so tut, um erwachsen zu werden, indem er Gefahren besteht. Oleg geht aus in die Welt, muss viele Sachen überwinden und eben durch die vielen Probleme, die er überwindet, wird er reifer, ist er besser für das Leben gerüstet. Dieses, hier ist Oleg, ich tue, was ich kann, oder ich will sehen, ob ich irgendwo etwas tun kann, ist also sprichwörtlich und zieht sich durch die gesamte Geschichte hindurch. Also er ist ein Macher, man muss machen. Bis er dann an eine Sache gerät, die dann etwas mehr von ihm verlangt, nämlich also die Prüfung, die ihm beim Teufel, beim Leibhaftigen bevorsteht. Und das ist dann euer, dann geht ihr nach vorne, oder wie war das? Ja, weil die Musik überwunden worden ist. Okay, das ist gut. Geht nach Hause, so, geht nach vorne. Und das ist der Platz, ihr Lieben. Da. Schön, einer viel. Das war doch mal. Okay. Wir nehmen es direkt, 141. Im Stadtgarten, heute Abend, wenn wir uns wieder aufstehen, dann wird es von dort aus ein Bettchen fällen, um einen Augenblick in den Wettbewerb zu stehen. Theoretisch ist das nur ein Zeitverteil, die halten schon ein bisschen länger.
Oleg steht auf einem Baum. Wäre schön, wenn du es nicht zu lange wartest. Okay. Kannst du also nicht zu lange warten? Ja. Ja? Das nehmen wir mal. Ich spiele das kleine Mädchen und meine Aufgabe ist es, die Stimme des kleinen Mädchens im Stück zu sprechen und am Ende werde ich vom Oleg befreit, genauso wie die anderen Mädchen und die fallen dann ihren Helden in die Arme und ich darf dann den Oleg am Schluss küssen. Wir haben relativ wenige gespielte Szenen und am Anfang lassen wir nur die Stimmen und die Musik wirken und wirklich nur am Ende, wo es dann interessant und spannend wird, spielen wir auch das ganze Geschehen. Gibt es eine andere Schule, die arbeiten sehr mit realistischen Details. Dann, da kommen die ganzen Requisiten, die im Stück benannt werden, dann auch vor. Die haben sehr viel Zeit und Aufwand auch auf das Bühnenbild verwendet. Wir haben schon vor den Sommerferien angefangen mit dem Stück. Und geprobt haben wir im Endeffekt sehr intensiv nach den Sommerferien angefangen. Ja, seitdem die Schule dieses Schuljahr wieder losging. Ich fand es sehr hilfreich, er hat sehr gute Tipps gegeben, war sehr freundlich zu uns und hat mir sehr geholfen, die Rolle zu spielen. Ja, wir hatten uns das ja im Vorfeld ein bisschen anders erarbeitet, weil wir ja schon mal eine Vorstellung gemacht hatten. Aber die Tipps, die er gegeben hat, waren wirklich auch sehr konstruktiv. Das heißt, wir konnten die auch gut umsetzen und ich hoffe, das wird dann morgen auch deutlich. Er hat sich da reingepackt und war einer von vielen und hat völlig selbstverständlicherweise sich mit Rat und Tat zur Verfügung gestellt und ist aber übrigens genauso selbstverständlicherweise angenommen worden. Ich glaube, dass es nochmal enormen Auftrieb gibt den Schülern, weil erstens kann er natürlich sehr praktisch in Tipps und Hinweise geben, er kann inszenatorische Vorschläge machen und dann ist Dominik Horwitz einfach jemand, der so viel Energie und so viel Lust an der Sache vermittelt, dass das die Schüler unglaublich auch mitzieht und motiviert. Es war sehr gut, weil er uns sehr gute, viele hilfreiche Tipps gegeben hat, aber es war sehr interessant mal die Erfahrung und es hat uns auch in einigen Punkten weitergebracht. Hat er es gemacht? Wenn er fertig ist, ja? Drehst du dich um? Das hat was mit Verständlichkeit zu tun, mit Präzision der Aussprache. Das hat was damit zu tun, dass man genau abwartet, wann wird die Musik leiser, wann kann ich sprechen. Letzten Endes war die Idee, an eine hallische Schule, was auch territorial einfach nahe lag, mit einzubeziehen. Und das ist eine Schule, die die Besonderheit hat, dass die bilingual arbeiten im Unterricht. Und da entstand einfach mal in einem ganz normalen Gespräch, weil da so diese Idee schon geboren war, gesagt, Mensch, lass es doch uns versuchen, das in Englisch zu machen. Eine Lesart des Stoffes. Man kann es so lesen, man kann es so lesen. Man muss sich entscheiden, in welche Richtung es gehen soll. Und mit den Staatskapellen machen wir es einmal, wie Wim Hendrix das gedacht hat, nur mit Erzähler. Also es geht hoch und dann geht es wieder runter. Und dann fange ich an, oder ist es falsch? Was soll ich noch so machen, wenn du willst? Kann ich halten wie ein Dachdecker? Okay. Okay. Oleg schoss vor dem Essen einen Bären und nähte sich aus dem Pelz eine Mütze. Also gerade geht er raus. Nein, geht in 400, in den 400er. Jetzt gehe ich natürlich anders ran als die Jugendlichen, denn sie konnten ja splitten, sie konnten ja szenisch was machen. Ich mache das, was der Komponist und der Autor des Librettos wollten, nämlich meinen Text sprechen.
begleite sie. Ich bin Instrument in dieser Musik. Ich bin Teil der Partitur. Also es ist keine One-Man-Show. Sie begleiten mich nicht, ja, sondern es ist eher umgekehrt. Es kann immer etwas passieren, wodurch sich alles ändert, sagt der Oleg. Wie fangen wir damit an? Das heißt mit Geduld und mit Liebe als Dirigent, weil ich habe der einzige Vorsprung, ich kenne das Stück schon. Ich habe noch nie so etwas gemacht. Ich habe noch nie dermaßen mich in Musik einfügen müssen. Dominik hat einen wahnsinnigen Respekt für Musik und hat gesagt, ich bin Teil vom Ensemble. Meine Stimme ist eine der Instrumente. Letztlich ist das mein Leben, immer Sachen auszuprobieren, die ich noch nicht gemacht habe, die ich nicht kenne, von denen ich gar nicht weiß, ob ich sie überhaupt lösen kann, ob ich es überhaupt schaffe. Finde ich großartig und es hat funktioniert. So macht man spannendes Theater. Hier ist Oleg, sagte Oleg, ich tue, was ich kann. Im Vergleich zum Schießen eines Bären oder dem Nähen einer Katze war das Abdichten von ein paar Löchern lächerlich einfach, auch wenn es sehr große Löcher waren und der rostige Eimer von sich gleich ein neues Loch bekommen würde, durch das man den Finger stecken konnte, aber eins beide. Bim, 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 dann weiß man schon, hier ist Oleg, ja, das ist sehr hilfreich, weil es doch sehr schnell, weil die Geschichte sehr schnell erzählt wird. Ich höre in Oleg vielleicht, weil ich natürlich sehr viel neue Musik gehört habe, heute ist eine sehr große Verbindung mit Jazz, mit Popmusik ist da schon alles drin. Hört man vielleicht nicht sofort, wenn man es erste Mal, aber ich kennt. Nein, die Leitmotive sind natürlich immens wichtig, gerade wenn man... Wenn man nur eine Figur, eine Person hat, die diese mehreren Figuren oder Situationen beschreibt, dann... Wir brauchen schon einen Erzähler, der was sagt. Aber wenn die Musik gut geschrieben ist, muss man auch, wenn man kurz den Text nicht hat, verstehen, es ist ein sehr dunkles Wald. Nicht nur Wald, aber es ist auch noch sehr dunkel und wahrscheinlich gefährlich. Dann hatte sich Oleg plötzlich verirrt. Der Weg war irgendwo zu Ende gewesen, aber er wusste nicht mehr wo. Oleg schaute sich um, hinein in die Dunkelheit und dachte nach, doch es fiel ihm nicht ein. Hier war er mitten im Wald, aber in welche Richtung sollte er gehen? Er schob ein paar Zweige zur Seite und hoffte hinter den Büschen einen Pfad oder einen Weg zu entdecken. Das Spannende ist halt, wie man musikalisch das Szenische unterstützen kann. Ja, ich habe ganz normal, wie bei so einer Aufführung üblich ist, die Funktion der künstlerischen Leitung. Also ich dirigiere das Stück und muss wie bei einem Profitheater genauso den Schülern die Einsätze geben und das ganze Stück zusammenhalten. Ich finde, das ist ein wunderbares Schulstück für Schüler, weil man sehr viel dran erklären kann, gerade wenn man auch Musiktheater im Unterricht behandelt oder so. Es ist natürlich so, dass der eine kann Partitur lesen von den Schülern und da muss man nicht so viel geben, die machen viel alleine. Dann gibt es wieder Leute, die können es nicht, da muss man wieder ein bisschen mehr machen, aber das ist ja das Spannende an diesem Projekt. Ich glaube, das Publikum hat überhaupt keine Vorstellung, was es erwartet. Ich denke, die werden schon begeistert rausgehen. Ja. Vom Boden. Mit den Händen schob er den Gegenwind zur Seite. Aus seinen Schritten machte er Sprünge. Ich glaube, das läuft sehr gut. Ich bin am 22. natürlich, also bald sehr interessiert, wie das zusammenkommt alles, weil dann könnte die Schulen das einander vorspielen. Und ich glaube, ich sitze da am 1. in der ersten Reihe, um zu gucken, wie funktioniert das. Ich glaube, dem Publikum geht es gar nicht darum,
was sie jetzt eigentlich sehen, sondern die sehen schon den Prozess, der dahinter steckt und unterschiedliche Herangehensweisen. Unglaublich ermutigend, dass man solche Sachen unbedingt weitermachen sollte, wenn man sieht, wie bereits im ersten Jahr, wo das ja für alle erstmal ein sich herantasten und ein Versuch war, wie kann man mit so einem Projekt umgehen, dass es unheimlich gut schon gelungen ist und dass das Projekt in jedem Fall auch ausbaufähig ist. Ich denke, da kann man unglaublich viel draus machen und das sollte man auch, weil es wäre schade, wenn wir da nicht weitermachten, wo wir jetzt angefangen haben. Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen, ich habe viel gelernt zum Musiktheater, zum Dirigieren. Neue Musik ist wirklich nicht einfach und ich glaube, ich bin wieder eine kleine Stufe wieder gewachsen. Was ich gesehen habe, die haben Spaß daran gehabt, das finde ich großartig. Ich glaube, so fängt es an. Diese Projekte sind immens wichtig, die machen das Leben reicher, die machen unsere Kinder und unsere Söhne und Töchter reifer und toller und freier.